Was ist Arbeitsmarktpolitik? Zwei Möglichkeiten anzusetzen. Einmal das Hilfsverb hier durch ein Vollverb zu ersetzen, was bedeutet, will bewirken. Ja, zum Beispiel. Oder hier sich auch sowas wie ein Synonym zu finden, beziehungsweise zunächst mal das Wort entschlüsseln. Was ist der Arbeitsmarkt? Der Arbeitsmarkt? Nein, noch einfacher. Was ist der Markt? Der Markt ist das Aufeinandertreffen von Angebot und Nachfrage. Der Arbeitsmarkt ist das Aufeinandertreffen von Angeboten an Arbeitsplätzen und Nachfrage nach Arbeitsplätzen. Also der Arbeitsmarkt ist der Arbeitsplatzmarkt. Ja, der Markt, bei dem es um Arbeitsplätze geht. Der Automarkt ist der Markt, bei dem es um Autos geht. Der Arbeitsmarkt ist der Markt, bei dem es um Arbeitsplätze geht. Und was ist jetzt Politik? Arbeitsmarktpolitik. Politik in Bezug auf den Arbeitsmarkt ist die Beeinflussung, und zwar die staatliche Beeinflussung. Staatliche Beeinflussung des Arbeitsmarktes. Der Staat greift also in diesen Markt ein. Und diese staatliche Beeinflussung des Arbeitsmarktes nennt man auch Arbeitsmarktpolitik. Politische Maßnahmen. Arbeitsmarktpolitische Maßnahmen. Und wer macht diese arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen? Der Staat. Die nächste Frage ist ja jetzt, warum macht der Staat das? Nun, der Arbeitsmarkt, der Markt für Arbeitsplätze, ist natürlich zur Beurteilung von Regierungspolitik ein ganz wichtiger Markt. Ja, hier geht es darum, ob die Menschen Arbeit haben, und die Menschen sind gleichzeitig die Wähler. Und tja, deswegen gibt es hier, unter anderem ist das ein wesentlicher Grund, warum es hier eine Menge staatlicher oder arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen durch den Staat gibt, um diesen Markt im Sinne der Regierung zu beeinflussen. Okay. Im Übrigen glaube ich, dass wer in die Hölle will, nur einen Fernlehrgang zu buchen braucht. Wollen Sie hingegen lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie mal auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.